Hallo zusammen, wir machen heute so einen Aufsteller für eine Kita. Mit so einem Aufsteller kann durch Einsetzen solcher Folien eine Geschichte erzählt werden. Wollen wir loslegen? Als allererstes spannen wir das erste Werkzeug ein, ein 6mm Dreischneider von Wooden Science. Als nächstes die Dichtschnur eingesetzt und das Rohmaterial, in diesem Fall ein Buchebrett, ausgerichtet. Nachdem X, Y, Z definiert wurde, kann es auch schon losgehen. Viel Spaß! Die Schnittdaten, wie gehabt, unten rechts. Als nächstes die Nuten für die Folieneinsätze. Das ist ein 3mm Einschneider. Nachdem es etwas gereinigt wurde und die Anschläge neu gesetzt wurde, können wir das nächste Werkzeug einspannen, ein Gravierstichel, um den Namen einzugravieren. Es wird nur einmal angetastet und danach nur noch gegen diese Anschläge ausgerichtet. Diesen Aufsteller machen wir nämlich 6-mal. Mit dem Vakuumtisch von der CNC ist es eine echt bequeme Sache. Nun wird das Ganze noch gereinigt. Man kann im Hintergrund weitere Bretter sehen, aber dazu in anderen Videos mehr. Beim Ölen gebe ich mir tatsächlich etwas weniger Mühe. Ich verwende lieber etwas mehr Öl, wische es dann mit einem Tuch weg und blase es dann anschließend aus. Abschließend werden die Bretter noch komplett geölt und dann ist es auch schon geschafft.
ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in Fusion gemacht wird, müsst ihr einfach nur dranbleiben. Bis gleich. Ja, der Fusion-Teil. Ich will es jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, deswegen gehen wir gerade so auf so ein paar Punkte ein, schauen uns mal die Timeline an. Aber ich sag mal, man kann es ja schon sehen, das ist jetzt wirklich nichts Wildes. Ich habe hier einfach diese Skizze erstellt, den Körper extrudiert, dann eine weitere Skizze, um einfach die Maße einzublenden. Die Schrift wieder über diese Skizze hier von oben hinein, ich nenne es mal gestempelt oder gefräst, gestanzt. Dann eine weitere Skizze für diese Linien, die habe ich mit Absicht ein bisschen länger gemacht. Das erleichtert mir später die Fertigung, weil dann sage ich nur noch, mach die Linie, ohne irgendwie zu gucken, fahr mir ein bisschen weiter weg mit Radius, ohne Radius, sag einfach, mach bei mir diese Linie und dann funktioniert das schon, deswegen mit Absicht so ein bisschen länger gewählt. Diese Skizze hier werden wir auch später in der Fertigung brauchen und runde das Ganze noch. Eigentlich ist ja in Wirklichkeit hier noch so eine kleine Phase dran. Ich sag mal, zum Rendern können wir das zwar machen, aber für die Fertigung brauchen wir es nicht, deswegen lassen wir es weg. Gehen wir gleich in die Fertigung. Man kann hier ein Setup sehen, das gucken wir uns gerade mal an. Das war übrigens so ein Baumarktbrett, das hatte ein Maß gehabt von 800 auf 200, genau. Und das habe ich einfach halbiert. Mein Sägeblatt hat ja auch eine gewisse Stärke, ich meine 2 mm, also eigentlich 199, 200, aber ich habe es ein bisschen kleiner gewählt. Man kann auch hier in der Ansicht sehen, es ist ein ganz kleines Stück kleiner. Das habe ich mit Absicht so gemacht, da muss ich nicht so genau arbeiten und ob es wirklich 200, 400 sind oder 1,99, 3,99, das sieht ja kein Mensch. Oder man kann es ja schon hier sehen, 1,94, das ist ja völlig egal. Nur das Maß, die Höhe, das Maß stimmt hier, die 19 mm. Genau, eigentlich könnte man auch hier sagen 0, denn ich gebe mir feste Werte vor, deswegen muss er nichts runden. Das ist mein Setup. Dann bewusst unten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil bei der Kontur, sage ich diese Kontur hier abfahren. Und bei der Endhöhe sage ich 0,7 mm, denn ich will das auf gar keinen Fall, dass er mir in meinen Tisch fährt. Deswegen taste ich auch ganz gerne meinen Nuten- oder beziehungsweise meinen Rastertisch an und sage, bleibt da 0,7 mm weg. Diese 0,7 mache ich später mal mit der Oberfräse weg. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich das so öfter mache. Jetzt haben wir das Werkzeug vergessen. Das ist ein Reisschneider von Wooden Science von Mike. Also das Werkzeug ist echt gut. Das, ohne jetzt Werbung zu machen, das kann ich echt empfehlen. Der Mike empfiehlt hier was. Könnt ihr es auch mal kurz angucken. Genau, aber meine Excel sagt ein bisschen moderater durchs Material fahren. Ich gehe jetzt mal auf Abrechnen, damit ich nicht irgendwas verändere. Genau, das sind meine Schnittdaten. Die waren sehr gut. Und ich glaube auch, dass die von Mike gegangen wären. Aber ich glaube, ich bleibe bei meiner Excel-Liste. Die Werte, die Excel-Liste immer ausspuckt, sind wirklich sehr, sehr gut. Die Trefferquote ist wirklich sehr hoch. Also bleibe ich dabei. Genau, das ist die Geometrie. Du fängst an bei der Rohteiloberkante, hörst auf bei der ausgewählten Kontur, könnte auch sagen Modellunterkante, plus 0,7 2 mm. Aber auch da muss ich sagen, könnte man ein bisschen mehr geben, aber man muss ja nicht übertreiben. Und sagt, bleibt 0,15 weg. Also so als eine Art Schrupp- und Schlichtdurchgang. Da sage ich einfach hier, bevorzugter Punkt, der hier. Ich habe da einfach irgendwas angeklickt. Ich mache das immer ganz gern, ich nenne es mal von der Kameraseite, die verdeckte Seite, weil beim Eintauchen fliegen sehr viele Späne. Und die möchte ich natürlich nicht in der Kamera haben. Und außerdem sitze ich ja auch da, wo die Kamera ist. Und ich will die Späne nicht bei mir haben. Ich will, dass sie nach hinten geworfen werden. Deswegen tauche ich immer hinter der Kamera ein. Beziehungsweise auf dieser abgewandten Seite. Genau, das wähle ich hier mit diesem Punkt aus. Sage kein Radius. Also fahr hier nicht so ein Schlenker rein oder so von der Seite so ein Schlenker, sondern einfach kerzengerade runter, seitlich rein. Und ich arbeite überhaupt nicht mit der Stirn, sondern nur mit der Wand von dem Fräser. 15 mm, das ist eigentlich Quatsch, man hätte auch 5 mm machen können, aber
diese Fahrt hier, die tut mir nicht weh und dann bin ich auf der sicheren Seite, habe auch ein bisschen Zeit, um zu reagieren. Falls da irgendwas schiefgegangen ist, kann ich noch schnell auf den Notarzt kommen. Und deswegen mache ich auch hier ein bisschen, ja, wähle ich gerne einen höheren Wert. Und das sieht dann so aus. Man hat ja im Video gesehen, wie der Fräser da durchgerannt ist. Das war ja der Wahnsinn. Und hier kann man auch sehen, ohne irgendein Radius, ohne nichts. Okay. Copy-Paste und einfach die Tiefenschnitte erhöht und das Aufmaß weggenommen. Also wirklich nichts Wildes. Ein zweites Setup. Also ich habe einfach das hier dupliziert. Deswegen steht auch hier die 2, also Setup 2, der zweite. Das kommt durch das Duplizieren, durch das Copy-Paste. Und einfach nur Z nach oben getan, weil ich ja die obere Fläche antasten will. Es ist nämlich so, ja, das Brett hat 19 mm und es ist auch ziemlich genau, aber eben nur ziemlich. Ich will es aber ganz genau haben. Manchmal haben sie 19,1, 18,9 und dann verändert sich ein bisschen die Gravur. Deswegen sage ich, ich taste es lieber von oben nochmal an und bin mir dann ganz, ganz sicher, dass die Gravur alles perfekt ist. Deswegen mache ich das so. Wie gesagt, völlig identisch, nur Z0 oben. Wir starten hier mit einer Projektion. Das Ganze mache ich hier mit so einem 2 mm Einschneider. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mich dann doch für einen 3 mm Einschneider entschieden. Aber keine Lust gehabt, die Software abzuändern. Deswegen einfach 2 stehen gelassen. Spielt ja keine Rolle. Ist ja eine Projektion. Projektion bedeutet ja einfach, tauche genau auf der Linie. Ach komm, blenden wir sie doch schon ein. Tauche mir genau auf der Linie senkrecht ein und fahre es ab. Das heißt, ob ich jetzt hier in der Software gesagt hätte, es ist doch ein 3 mm oder es einfach mache, ohne der Software was zu sagen, spielt überhaupt keine Rolle, das Ergebnis wäre gleich. Genau, das sind die Schnittdaten. Genau, Modelloberkante hier. Bei der Projektion ist es ein bisschen anders. Die Höhen sind eigentlich nur dafür da, um das Werkzeug sauber zu verfahren, ohne Kollision. Wie tief das Werkzeug ins Material eintaucht, macht man eigentlich hier. Axialer Versatz. Und da sage ich 2 mm, also pro Durchgang 2 mm eintauchen und das einfach abfahren. Also 2, 4, 6, 8. Und das gleiche einfach nochmal. Einfach, falls da irgendwelche Späne, Holzfasern sind, um die nochmal rauszubekommen. Weil da unten kann ich nicht mehr schleifen. Deswegen dachte ich, mache ich immer nochmal so einen zweiten Durchgang, obwohl er da eigentlich nichts macht. Genau, und das mache ich auch mit den anderen Linien. Ich sehe gerade, die letzte Linie war irgendwie von der anderen Seite. Keine Ahnung, wieso. Verklickt. Wahrscheinlich verklickt. Und ganz zum Schluss gravieren wir noch. Rufen hier so eine Gravieroperation auf. Hier steht zwar Festool 60. Ich glaube, es war dann doch ein Datsun. Aber spielt ja keine Rolle. 60 Grad ist ja entscheidend. Schnittdaten haben auch gepasst. KA, keine Ahnung. Ja, wenn es manchmal schnell gehen muss, dann passiert es halt so. Aber ich sag mal, Holz ist ja so dankbar, das macht dann nichts, wenn man auch da ein bisschen daneben liegt und es nicht perfekt berechnet ist. Bei den Endhöhen, Rotal-Oberkante minus 1,8. Das mache ich öfter so. Man hätte ja auch einfach die Körper für Körper anklicken können. Vielleicht sogar noch gleich unten. Und dann kann man ja sagen, von Rotaloberkante bis ausgewählte Kontur. Dann wäre es ja auch gleich richtig. Aber wenn man dann was verändern möchte, dann müsste man wieder zurück in die Konstruktion springen. Wieder den Körper neu extrudieren. Und das alles will ich mir ersparen. Wenn mir das Ergebnis nicht gefällt, klicke ich einfach die Skizze unten an. Schon sehen, Skizzenprofil. Und sage einfach Rotaloberkante. Dann brauche ich nur noch diesen Wert zu verändern. Und kann dann gleich die Änderung sehen. Weil wenn ich dann sage, war irgendwie doch nicht tief genug, sage ich hier minus 2 mm. Muss mir aber dann natürlich den Körper ausblenden und kann dann gleich das Ergebnis sehen. Genau, die Gravieroperation. Da kann man ja eigentlich nicht viel einstellen, auch nicht viel falsch machen. Genau, das war es eigentlich schon tatsächlich. Und so sah das ja aus. Man kann jetzt sehen, hier fehlen jetzt die Rundungen. Die haben wir ja in der Operation vorher gemacht. Man hätte ja auch hier sagen können,
vom vorherigen Setup. Das wäre vielleicht sogar noch besser gewesen. Allerdings ist es so, mir ist aufgefallen, wir warten jetzt mal ganz kurz, bis er fertig ist mit dem Laden. So. Ich gebe zu, ich bin gerade etwas erstaunt, wieso diese Rundungen jetzt fehlen. Vom vorherigen Setup haben wir ja ausgewählt. Ah, hier, den Haken haben wir vergessen. Ja, Fusion ist jetzt auch soweit. Genau, eigentlich wäre das sogar die beste Variante, weil dann können wir uns wirklich das Bauteil komplett fertig anschauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das macht vom vorherigen Setup, gibt es manchmal Darstellungsfehler. Deswegen versuche ich das zu vermeiden, wo es geht. Ich sag mal, ob jetzt hier bei der Gravur, ob diese Rundung mir angezeigt wird, diese Außenkontur oder nicht, ist mir nicht egal. Deswegen versuche ich es tatsächlich zu vermeiden, wo es geht. Aber hier in diesem Fall hat es jetzt sehr gut funktioniert. Und so sieht es fertig aus. Also war wirklich nichts Wildes. Keine Ahnung, waren es 10 Minuten? Ich glaube nicht. Fertig programmiert. Also sehr, sehr einfach. Trotzdem hoffe ich, dass für euch was dabei war und dass es euch gefallen hat und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.